Freunde, wenn Sie nach den Eigenschaften eines Tieres gefragt werden, werden Ihnen viele Arten von Tiernamen und deren Eigenschaften einfallen. Das muss man mal gesehen haben. Aber wenn Sie gefragt werden, ob Sie Tiere gesehen haben, die verschwinden, werden Sie definitiv einen großen Schock bekommen, wenn Sie dies hören. Sie werden sich fragen, ob es solche Kreaturen überhaupt gibt. In unserem heutigen Video erzählen wir Ihnen von solchen Tieren. Außerdem werden wir Ihnen sagen, wo diese Tiere zu finden sind und wie sie sich schützen. Dann bleiben Sie auf jeden Fall bis zum Ende unseres Videos. Denn heute entführen wir Sie in eine Welt, in der Tiere existieren, aber nicht gesehen werden können. Beginnen wir also mit dem Video. Nummer 12 Blattinsekt. Leute, schaut euch diesen Clip genau an. Ihr fragt euch bestimmt, wie das möglich ist. Ein Blatt kann manchmal tanzen. Ich sage dir, es ist kein Blatt und es tanzt nicht. Es ist ein blattähnliches Tier, das wir als Blattkäfer kennen. Tatsächlich ist dieses Tier ein Lieblingsfutter vieler Tiere, die im Wald leben. Also verstecken sie sich so, um ihr Leben zu retten. Wenn es die geringste Gefahr für sein Leben spürt, erstarrt dieses Tier, damit niemand es sehen kann. Lassen Sie uns nun über das Essen dieser Tiere sprechen. Sie ernähren sich von Baumfrüchten in ihrer Ernährung. Wenn wir über die Existenz dieser Tiere sprechen, dann verbringen sie ihr ganzes Leben in Bäumen. Nummer 11, die Bufftippmotte. Sie müssen denken, dass es sich um ein Stück Holz handelt? Dann liegen Sie falsch. Denn es ist kein gewöhnliches Stück Holz. Aber diesmal ist es ein Tier namens Bufftippmoth, das als eines der unsichtbarsten Gildtiere der Welt. Deshalb wird es von niemandem leicht bemerkt. Die Bufftippmotte kommt hauptsächlich in Wäldern und Gärten vor. Und diese Tiere werden hauptsächlich im Monat Juli gesehen. Sie verstecken sich meistens in den Bäumen. Nummer 10 Östliche Kreischeule. Sehen Sie sich jetzt diesen Clip an, Sie werden überrascht sein, wenn es wieder einen Baum mit Augen gibt. Moment mal, es ist kein Baum mit Augen, es ist eine Eule. Die in diesem Baum sitzt, genannt Eastern Screech Owl, und sie leben in trockenen Bäumen. Die Eastern Screech Owl versteckt sich so, dass nur ihre Augen sichtbar sind. Und wenn sie irgendwo ihre Augen schließt, fügt sie sich vollständig ein. Es wird für jeden sehr schwierig zu sagen, dass es nur Bäume gibt. Die östliche Kreise mag einen trockenen Baum, weil sie sich leicht im Baum versteckt. Nummer 9 Leptocephalus. Diese glasige Kreatur ist als Leptocephalus bekannt. Es ist ein Meerestier, das am geschicktesten darin ist, sich zu verbergen. Sobald Leptocephalus schlüpfen, werden ihre Körper vollständig durchsichtig. Dadurch können andere Meerestiere sie nicht so leicht sehen und sich in solchen Situationen leicht vor den tödlichen Angriffen anderer Meerestiere schützen. Nach dem Schlüpfen bleibt sie 3 Monate lang in dieser unsichtbaren Form und kehrt in ihre ursprüngliche Form zurück, wenn sie erkennt, dass sie sich selbst schützen kann. Dieses Tier bekommt diese Kraft aus der Natur, um seinen Körper je nach Situation zu verändern. Durch diese Methode sind sie langlebig. Nummer 8 Pygmäen-Seepferdchen. Kleine Tiere, die normalerweise im Meer leben, haben es sehr schwer für sie zu überleben. Der Hauptgrund dafür ist, dass jedes große Tier sie leicht in Beute verwandeln kann. Das Zwergseepferdchen ist ein sehr kleines Meerestier. Seine Größe beträgt etwa 2 cm. Der größte Vorteil des Zwergseepferdchens ist, dass es seine Farbe nach Bedarf ändern kann, wodurch der Mensch keine Tiere aus der Ferne sehen kann. Pygmäen-Seepferdchen kommen häufig in Indonesien und Australien vor. Nummer 7 Eichenblattschmetterling. Freunde, wenn Sie im Park spazieren gehen, müssen Sie viele bunte Schmetterlinge gesehen haben, die um Sie herumfliegen. Aber wenn Sie jemand fragt, was es ist, nachdem Sie diesen Clip gesehen haben, werden Sie nur eine Antwort haben, dass es ein Blatt ist. Es ist kein Blatt, es ist eine Art namens Eichenblattschmetterling. Es sieht normalerweise aus wie ein trockenes Blatt. Dieser Schmetterling ist von innen sehr schön. Sie in freier Wildbahn zu finden ist sehr schwierig.
Der Eichenblattschmetterling kommt häufig in Nepal, Bhutan, Thailand und Vietnam vor. Nummer 6. Grauer Laubfrosch. Andere sagen, es sei eine Froschart, die normalerweise lieber in Bäumen lebt. Der graue Laubfrosch ist in seinem Farbwechsel ein ziemlicher Exportschlager. Sobald sein Leben bedroht ist, wechselt er seine Farbe, damit es niemand sieht. Der graue Laubfrosch kommt häufig in Amerika und Ostkanada vor. Ihre Farbe ist weiß und braun. Seine Größe beträgt bis zu etwa 2 Zoll. Nummer 5. Pink Windstick. Freunde, es gibt viele Tiere auf dieser Welt, deren Hautfarbe wie Blätter und Erde ist. Rosa geflügelter Stick ist eine solche Kreatur und seine Besonderheit ist, dass er überall verschwinden kann. Es hat auch eine andere Besonderheit, dass er anfängt, sich so zu verhalten, wenn sein Leben in Gefahr ist. Als ob es tot wäre, hört es auf sich zu bewegen und liegt tot da. Der Pink Windstick kommt häufig in Südchina, Australien und Madagaskar vor. Nummer 4. Moosfrosch. Lassen Sie uns jetzt über Moosfrosch sprechen. Aber vorher sehen diese Pflanzen auch als Moospflanzen bekannt. Diese Pflanze kommt in Feuchtgebieten vor. Moosfrosch ist nach diesen Pflanzen benannt. Dadurch versteckt sich der Moosfrosch leicht in dieser Baumart. Und wenn Sie jemals auf diesen Frosch stoßen, glauben Sie mir, er wird sehr schwer zu erkennen sein. Und du wirst nicht wissen, ob es ein Frosch oder ein Stück Blatt ist. Ich kann Ihnen sagen, dass es sich um eine Art namens Moosfrosch handelt. Dieses Tier versteckt sich so zwischen vielen Arten von Bodenpflanzen, dass es für Menschen sehr schwierig wird, zwischen einem Frosch und einer Pflanze zu unterscheiden. Die Größe dieses Frosches variiert von Zeit zu Zeit, etwa 5 bis 10 cm. Es kommt hauptsächlich in Vietnam vor. Nummer 3. Blattschwanzgecko. Schauen Sie sich jetzt den Blattschwanzgecko an. Es hat eine große Fähigkeit, sich selbst zu retten. Es sitzt so auf Bäumen, dass selbst große Stützen dazu verleitet werden, es zu erkennen. Menschen fällt es schwer zu entscheiden, ob es ein Blatt ist, das an einem Baum hängt, oder ein Tier, das darauf sitzt. Dieser seltsame Blattschwanzgecko lebt auf der Insel Madagaskar. Nicht nur das, es hat auch die Fähigkeit, seine Körperfarbe entsprechend der Umgebung zu ändern. Wenn wir über seine Nahrung sprechen, überlebt er, indem er kleine Insekten frisst. Nummer 2 ist Oktopus. Schauen Sie sich nun dieses Tier an, den Oktopus, der den Titel des gefährlichsten Meerestiers verdient hat. Oktopi ist eine der vielfältigsten Oktopusarten auf der ganzen Welt. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie ein Tintenfisch unsichtbar sein kann? Dann werden Sie überrascht sein, dies zu erfahren. Es hat auch die erstaunliche Fähigkeit, die Farbe je nach Umgebung zu ändern, die diese Tiere aus der Umwelt bekommen. Obwohl Oktopi nur eine dunkelbraune Farbe hat, ändert Oktopi seine Farbe je nachdem, wo er sich befindet, wenn er eine Gefahr für sich wahrnimmt. Nummer 1. Weidenschneehuhn. Freunde, es gibt viele Vogelarten auf dieser Welt, aber dieser Vogel namens Weidenschneehuhn unterscheidet sich von anderen Vögeln, weil er schön ist. Ihre Farbe ist rein weiß, weshalb es sehr schwierig ist, diese Vögel in der Wintersaison zu sehen. Seine Hautfarbe ist so weiß, dass es überhaupt nicht zu sehen ist und verschwindet vollständig, nachdem es auf Eis gesessen hat. Weidenschneehuhn kommt hauptsächlich in Alaska und Nordamerika vor. Weidenschneehuhn ist etwa 1 Fuß groß und wiegt etwas mehr als 0,5 Kilogramm. Das war's für das heutige Video. Wenn ihr jemals in eurem Leben so ein unsichtbares Wesen gesehen habt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wenn dir unser heutiges Video gefällt, dann like es, damit wir dir mehr lustige Videos wie dieses bringen können. Und wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es sofort und vergiss nicht, auf das Glockensymbol zu drücken, damit wir es wissen. Bis dahin bleiben Sie gesund. Danke.